Hallo, mein Name ist Markus Brutzer. Ich arbeite bei InnovaBee und habe mit meinen Kollegen schon mehrere SAP S/4HANA-Einführungen bei unseren Kunden durchgeführt. Heute darf ich Ihnen ein paar ausgewählte Highlights aus dem System zeigen. In der heutigen Zeit werden immer mehr Informationen in Systemen abgelegt. Diese gesammelten Informationen werden häufig zur Entscheidungsfindung benötigt. Um schnell und fundiert entscheiden zu können, ist ein schnelles Auffinden dieser Informationen und das Erkennen von Zusammenhängen ganz besonders wichtig. Auch hier bietet S/4HANA eine ausgereifte Lösung, eine zentrale und sehr leistungsfähige Suche. Stellen Sie sich vor, wir sind Einkäufer und erhalten von unserem Lieferanten die Information, dass sich eine zugesagte Lieferung verzögert. Der Lieferant teilt uns mit, dass das Produkt Waldorf Edition nicht lieferfähig ist. Mit unserer Anfrage werden nun nahezu alle Felder der Datenbank nach dem Begriff Waldorf Edition durchsucht, ganz egal, ob diese in Bestellungen, Aufträgen, Notizen oder anderen Dokumenten enthalten ist. Wir sehen, dass Treffer aus allen Unternehmensbereichen wie Einkauf, Finance, Logistik und Vertrieb gefunden wurden. Wenn wir uns den Einkaufskontrakt näher anschauen, bekommen wir alle relevanten Informationen zum Kontrakt angezeigt. Mit der Information, dass Produkte nicht geliefert werden können, sind gegebenenfalls Folgearbeiten notwendig. So ist zum Beispiel zu prüfen, ob es Kundenaufträge gibt, die auf das Produkt warten. Wenn wir hier viele Belege oder Treffer haben, dann können diese nach dem standardmäßig mitgelieferten Filteroption weiter eingegrenzt werden. So können wir zum Beispiel nach Zeitraum, Bearbeitungsstatus oder auch Vertriebsabteilung filtern. Bei den Kundenaufträgen sehen wir, dass hier zum Beispiel ein Auftrag von Edeka dabei ist. Der aktuelle Bearbeitungsstatus des Auftrags wird mir auch grafisch angezeigt. Hieraus geht hervor, dass der Kunde bereits eine Teillieferung erhalten hat und eine Nachlieferung für die kommende Woche ansteht. Da wir wissen, dass die Ware nicht wie avisiert geliefert werden kann, muss der Kunde schnellstmöglich informiert werden. Das kann per Mail oder auch per geänderter Auftragsbestätigung erfolgen. Alternativ habe ich auch die Möglichkeit, meinen Ansprechpartner beim Kunden direkt per Telefon anzurufen. Sie haben damit über die zentrale Suchmöglichkeit Zugriff auf Informationen aller Abteilungen und können beteiligte Geschäftspartner, wie zum Beispiel Kunden oder Lieferanten, direkt per Mail, EDI oder Telefon aus Ihrem SAP-System heraus informieren. Dies verringert Ihre Reaktionszeiten und verbessert dadurch letztendlich Ihr Service-Level gegenüber den Partnern. Für weitere Informationen können Sie auch gerne unseren S/4HANA-Blog auf unserer Webseite besuchen oder uns bei Bedarf auch gerne direkt kontaktieren.